und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir haben beim letzten Mal Stufe 10 bzw. Stufe 11 erreicht als Marodeur, haben alle Klassenquests bis hierhin erreicht und können jetzt neue Klassen, also ne, andere Klassen annehmen. So, wir werden uns das Schurkengilde als nächstes anschließen. Ich finde Schurken eigentlich ganz cool. Und ich fand, dass er eigentlich ganz schnell zu leveln war. Schnell ist relativ, aber ja. Wir werden uns den Schurken einmal anschließen. Und das heißt für uns natürlich, dass wir jetzt erstmal die Schurkenlaufbahn machen. So. Ich habe ja gesagt, ich werde hier die Anfangsdinger nicht vorlesen. Ich lasse sie für euch natürlich offen. Weil mich interessieren diese Anfangsdinger einfach null. Und mein guter Freund, Mut, SP-Partner, whatever, fand das übrigens auch. Ab hier lese ich jetzt natürlich. Ich habe dir also keine Angst eingejagt. Sehr gut. Ich freue mich, dass an den Geschichten über deinen Mut und deine Verwegenheit etwas dran zu sein scheint. Du wirst schon bald jede Unze dieses Mutes brauchen. Geh rein und sprich mit Jack. Er ist unser aufrichtiger Gildenmeister. Du kannst zu jeder Zeit die Schurkengilde betreten. Sprich mit Lone Ward, wenn du Zugang zum Hauptquartier der Gilde benötigst. Achso. Willst du reingehen? Ja, will ich. Lass mich rein. Lobby rein, Lobby rein, Lobby rein, Lobby rein, Lobby rein, Lobby rein. Hallo Jack. Barrow. Ja, mein Name ist Jack. Ich bin überrascht, was du von mir gehört hast. Wie genau hast du von mir gehört? Oho, die berühmte Ash. Der alte Lune Einauge hat dich reingelassen, wie? Im Umgang mit dem Schwert ist er eine Katastrophe, aber einem Auge schenke ich mir mein vollstes Vertrauen, wenn es um die Einschätzung von Neuankömmlingen geht. Eine Sache nur, du bist keine Piratin, oder? Nun denn, ich würde sagen, du bist bereit, der Schurkengilde beizutreten. Ich könnte dir jetzt ein Ohr abkauen und dich mit einer Geschichte unserer Gilde langweilen. Aber wen interessiert das schon? Das Wichtigste und das Einzige, worum du dich kümmern solltest, ist der Job. Die meisten Leute, und ich bin mir sicher, das geht auch für dich, wissen nur zu gut, dass der Ursprung von Lemdalumenta auf einen wilden Haufen von Piraten, die ihm zurückgehen. Aber selbst diese Gesetzlosen, Nichtslose, verstanden schon bald, dass dieser Ort zu einer Insel voller Leichen verkommen würde, wenn man sich nicht an ein paar Regeln hielte. Einen allgemeinen Verhaltenskodex quasi. Finger weg von den Gildenbeuteln anderer Limser. Keine Betrügereien der eigenen Mannschaft bei der Verteilung der Beute und Leute werden nicht wie viel verkauft und gehandelt. Ich muss zugeben, dass die anderen Punkte im Kodex empfindlich unscharf sind, aber die meisten von uns halten sich zumindest an diese drei. Nun, magst du vielleicht denken, das wäre ihnen nicht von Bedeutung, da der Admiral der Piraten die Piraterie verboten hat. Aber in den dunklen Gassen und auf den Schwarzmärkten, wo Melvins Autorität nicht viel wert ist, wird der Kodex noch einmal gelebt. Und so wie die Gelbjacken über die Einhaltung der Gesetze wachen, haben die Schurken ein Auge darauf, dass der Kodex eingehalten wird. Wir sind in den dunkelsten Ecken des Stadtzaus und führen Kodexbrecher der Gerechtigkeit zu. Wenn ein fauler Nichtsnutz steht die Ware von den falschen Typen, dann holen wir sie uns zurück. Das ist der Job, Mädel. Und wir schrecken auch nicht davor zurück, uns die Hände schmutzig zu machen. Du musst wissen, dass der Umgang mit den Dolchen mehr umfasst, als Gegner mit den spitzen Enden zu malträtieren. Wir benutzen Gifte, um unsere Ziele zu schwächen. Oder wir weichen zurück und schlagen aus dem Hinterhalt zu. Was immer auch nötig ist, um den Sieg zu erringen und den Job zu erledigen. Nun, Ash, hast du das Zeug zur Schurken? Ja. Alles klar, dann sollten wir uns zunächst mal um deine Ausrüstung kümmern. Ein Schurke bevorzugt leichtes Gepäck, um dem Ziel auf den Fersen bleiben zu können. Die Arbeit bringt es womöglich mit sich, auf einem Schiffswrack kämpfen zu müssen oder sich um einen Gegner herumzuschlängeln. Das Letzte, was man in dieser Situation benötigt, ist eine feste Kriegsaxt, die an jedem verdammten Seilbalken hängen bleibt. Warum halten wir uns denn durch? Mit denen kann man unentdeckt durch die Straße schleichen und Gegner schnell und lautlos ausschalten.
Hier, schnapp dir mal diese Dinge und schau, wie sie dir in der Hand liegen. Aber vergiss vor lauter Aufregung nicht, dir ein paar passende Hosen zuzulegen. Du wirst überrascht, wie viele Typen mich hier mit nichts als Dolchen und Unterwäsche habe rumlaufen sehen. So, und nun sind wir ein Schurke. Wechsel der Klasse. Deine Hauptwaffe bestimmt deine Charakterklasse. Ein Charakterwechsel kannst du vornehmen, indem du einfach eine andere Art von Waffe oder Werkzeug in deine Haupthand ausrüstest. So, das heißt... Nee, das war falsch. Wir ziehen jetzt den Dolch hier rein. Jetzt sind wir natürlich nackt. Arsenalbonus, du hast zu einer neuen Kampfklasse gewechselt. Um dir das Aufstufen mehr Disziplinen der Krieger und Magier zu erleichtern, bekommst du einen Routinebonus. Bekannt als Arsenalbonus, wenn du normale Gegner besiegst und dann Fates teilnimmst. Dieser Bonus fällt umso höher aus, je größer die Diskrepanz zwischen deiner aktuellen Stufe und der Stufe deiner höchsten Klasse ist. Behalte das bei deiner Entscheidung für das Spielen einer weiteren Klasse im Hinterkopf. Okay. Dann rüsten wir uns einmal aus. Speichern das hier. Huch. Okay. Ziehen wir das da mit rein. Und damit sind wir jetzt Schurke. Und das sieht jetzt so aus, wenn wir das machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Marodeur sein wollen, nehmen wir einfach hier rauf und sind Marodeur. Und es bleibt auch alles so, wie es ist. Das hier können wir natürlich raushauen. Das ist da schon. Das hat jede Klasse. So. Und so können wir perfekt alle Klassen nehmen. Und jetzt seht ihr hier auch, wenn wir hier drauf gehen, dass wir hier den Schurken haben. Also, das wird doch einiges geben, was wir hier noch zu tun haben. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Das wird schön. Ich überlege gerade nur. Warte mal. 3. 1. 2. Ah, okay, es sind 9. Ja, okay. Ich hatte mich verzählt um einen. So, die Dolche aufnehmen. Machen wir das doch. Du konntest also die Dolche anlegen, ohne dich dabei selbst zu verletzen? Nun, das ist ein guter Start, denke ich. Als nächstes solltest du ein Gefühl für das Gewicht und die Schnelligkeit deiner neuen Waffe gewinnen. Diese elenden Viecher in den Feldern außerhalb von Limsa sollten für die erste Lektion genau richtig sein. Setze deine Klinge an ein paar Schafen und nimm dir dann noch eine Gratten- und Pugel vor. Aber immer schön die Bestie nach eine Bestie nach der anderen, Mädel. Man wird nicht über Nacht zu einem Meister-Joke. Nein, das wird man nicht. So. Aber wir sind Schurken. Das ist ja schon mal was. Wir kommen zwar in der Story gerade noch nicht voran, aber in allen anderen Sachen kommen wir ein bisschen voran. Ich weiß, es ist sehr langatmig. Und ich glaube, für den einen oder anderen wird dieses Let's Play für eine Höllentortur. Aber ich hatte das ja jetzt schon öfters erwähnt, ich möchte mir Zeit lassen. Ich möchte es genießen. Ich möchte hier nicht durchrennen. Ich möchte so viel erleben, sehen, wie es nur irgendwie geht. Und dazu gehört für mich halt auch, dass ich es schaffe, mir hier alles bis ins kleinste Detail mit anzugucken. Da kommen noch welche. So, das hier mache ich jetzt gerade absichtlich.
Okay, die wissen nicht, dass der Feld noch nicht vorbei ist, oder? Durch den Feld hier kriegen wir dann gleich auch nochmal Erfahrungspunkte. Damit sind wir Stufe 4. So. Das hat auch super geklappt. Den Schaden in Höhe von deiner maximalen HP, okay. Kommt das dahin? Das kommt hier hin. Weil das nämlich dann eine Kombo ist. So, und jetzt haben wir durch ein Ding, also ein Bestiariums-Ding, ein Hauptquest-Ding und Faith 3 Level gemacht. Das ist gut. Müssen wir nur noch die Pugi erledigen. Unser Bonus geht bald zu Ende. Dann war's das erstmal mit Boni. Stufe 5 war recht. Aurelia Dodos. Okay. Gut. Na denn? Stufe 5. Ja, das können wir doch dann direkt jetzt in Anschluss auch noch erledigen. Das wäre jetzt halt auch eine Klasse, die ich jetzt erstmal mit den Nebenquests quasi hochleveln würde. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir es bis zu 7 schaffen, beziehungsweise mit dem Schurken würde ich gerne auf 8 oder 9 kommen. Dann haben wir nämlich so einen kleinen Puffer mit nach oben. Und müssten dann nicht direkt wieder leveln. Und der Hermetiker würde dann halt über die Hauptquest. Also ab 7. Ab 7 bis 10 quasi. Oder je nachdem. Weil unser Schurke ist ja schon 11. Deswegen mal sehen, wie wir das alles so hinkriegen. Erstmal mache ich mir da noch recht wenig Gedanken. So. Aber wir können hier jetzt mal so machen. Jetzt ist das Set nämlich auch gespeichert. So. Du bist schon fertig, wie? Man kann niemals genug Training im Umgang mit den Klingen haben, junge Dame. Daher habe ich deinem Bisterium eine Liste mit Zielen hinzugefügt. Stell dich da einer Reihe von Gegnern und du wirst schon bald ein paar neue Schritte für den Tanz mit den Dolchen lernen. Das ist schon richtig gehört. Du musst dich selber als Tänzerin sehen und nicht als verdammte Metzgerin. Es bedarf gar nicht viel Kraft, eine kurze Klinge in den Gegner zu stoßen. Präzision und Schnelligkeit, damit holst du das Äußerste aus deinem Dolch heraus. Sperrige Rüstung lässt sich durch die Gegend trotten, wenn aber auch so. Also sieh zu, dass deine Ausrüstung dir genügend Bewegungsspielraum gibt. Alles klar? Dann solltest du dich wieder deinem Training widmen. Vielleicht habe ich dann schon bald wieder einen neuen Auftrag für dich. So. Und wir können jetzt das Aufträge der Stufe 5 erhalten. Der kriegen wir neue durch. Alles andere brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Das heißt, da würden wir vielleicht wieder das Geld nehmen. Mal gucken. Hallo Ash, du scheinst dich ja schon gut an diese Dolche gewöhnt zu haben. Ja, ich würde sagen, du bist bereit für deinen ersten Auftrag. Normalerweise würde ich dich nicht weiter belästigen und einfach deiner Arbeit nachgehen lassen. Aber da du erst kürzlich zu uns gestoßen bist, gibt es womöglich ein paar Dinge, mit denen du noch nicht vertraut bist. Lass uns jedoch mit etwas beginnen, das du vermutlich schon weißt. Und zwar die Tatsache, dass der Admiral Jürgen die Zwölfe gnädig sein, die Piraterie in Lemsa verboten hat. Also, warum glaubst du, gibt es immer nur so viele verfluchte Piraten in dieser Stadt? Werde ich dir sagen, warum. Weil es nur immer einen Weg für sie gibt, zu plündern und zu brandschatzen, ohne das Zorn des Gesetzes auf sich zu ziehen. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist, sich bei der Regierung als zertifizierter Freibeuter zu verdingen. Kapitän mit einer Freibeuterlizenz kann die See nach Belieben terrorisieren, solange er nur über Schiffe des Galileischen Kaiserreichs herfällt. Wenn man bedenkt, wie verdammt groß das Kaiserreich ist, gibt es da eine ganze Menge zu plündern. Die Mannschaften stopfen ihre Laderäume mit von den Galliar erbeuteten Waren voll, segeln dann nach Limsa-Lominsa zurück, um ihre Schätze abzuladen, und an dieser Stelle wird es in diesem Fall kompliziert. Die fragliche Mannschaft ist an ein Magitek-Gerät gelangt, genauer gesagt eine Abschlussvorrichtung. Leider wurden sie jedoch von ein paar allzu gierigen Typen in den Lohn ihrer Mühen gebracht. Wenn du dich recht besinnst, ist das ein klarer Verstoß gegen den Kodex. Wenn du den Mumm hast, einen Piraten, um seine Beute zu erleichtern, dann stellst du dich besser auf einen Besuch von dem Schurken ein. Ah, wenn man von Schurken, die zu Besuch kommen, spricht. Leichtfuß, komm hier rüber, Junge. Ich möchte, dass ihr beiden zusammen in diesem Fall arbeitet. Richtet über diese Kodexbrecher und holt das Magitek-Gerät zurück. Hä? Wofür brauchst du diese Anfänger an mich denn? Bist du für neue Rekruten zuständig oder nicht? Dies ist der erste Auftrag für Ash. Also begleitest du sie und lässt sie von deiner Weisheit profitieren. Seit wann bin ich für neue... Ach, verdammt. Ich nehme an, wir sind fürs erste Partner. Mein Name ist Pirimu Haurimu. Aber die meisten hier nennen mich Leichtfuß. Er sträubt sich manchmal ein bisschen, aber Pirimu ist einer unserer Besten. Mach einfach, was er sagt, und der Job ist im Nu fertig. Das klingt nach Spaß. Nicht. Ah, Pirimu Haurimu. Haurimu, Entschuldigung. Also gut, Mädel. Da dies dein erster offizieller Auftrag ist, möchte ich sicher gehen, dass deine Tanzschritte der Sache gewachsen sind. Mit diesem kurzen Klingen muss man auf Tuchfühlung mit dem Krieger gehen, mit dem Gegner gehen, nicht wahr? Aber wir sind keine verdammten Soldaten mit glänzender Rüstung und unsere leichten Gewänder bieten nicht viel Schutz gegen Angreifer. Wenn du es also nicht drauf anlegst, ein paar blutige Zähne auszuspucken, dann solltest du dich am besten vom Acker machen, wenn dein Gegner zu einem kräftigen Schwung ansetzt. Normalerweise ist es damit getan, dich auf die Flanke des Gegners zu schwingen, aber es gibt auch noch einen besonderen Trick, den jeder Schurke meistern sollte. Ein Superkniff. Fokussiere deinen Geist und vertraue auf deine Schnelligkeit, um axtschwingende Tölpel ins Leere schlagen zu lassen, während du deine Dolche in ihre Eingeweide rammst. Nun ist es an der Zeit, dass du die Lektion in die Praxis umsetzt. Am besten versuchst du dich mal an ein paar Aurelias im unteren Nuskier. Ich hoffe, du hast aufgepasst, Mädel. Mit ihren Tentakeln langen sie ordentlich zu. Viel Spaß! Yay, unsere Planuskia. Weil ich da so gerne hingehe. Naja. Es muss ja erledigt werden. Wir haben da ja leider keine großartige Wahl.